Hi Leute, willkommen zurück zu Lies of P. Wir sind hier in der Rosa-Isabel-Straße und ja, ich habe die Frau im schwarzen Kleid nicht gefunden. Der Julian, der Gentleman, hat uns das ja letztes Mal aufgetragen, dass wir seine Frau finden. Aber hier war sie nicht. Deswegen gehe ich nochmal ganz kurz zurück zum Hotel Grat. Ja. Und werde erst noch ein Level abholen, beziehungsweise ich will mir mal eine neue Waffe bauen. Und zwar das Florett, also den Degen, den finde ich ja ganz gut, aber ich werde mal vielleicht... Ja, ist halt die Frage jetzt, ne? Feuer ist ja gut gegen Dingenskirchen hier, gegen Menschen. Und Säure ist wohl gegen alles ganz gut, deswegen werde ich vielleicht mal den Säurespeer jetzt zusammen basteln. So, dann machen wir das mal so. Hier, die Klinge des säurehaltigen Kristallspeers und... Ja, Griff des Winterrapiers. Macht halt Säure. Angriff. Mal testen, wie die jetzt so drauf ist, die Waffe. Hat auf jeden Fall, glaube ich, nicht so viel Reichweite. Nee, warte mal, oder? Ich lasse das einfach als Speer. Aber ich habe den Griff ja jetzt schon verbessert. Warte mal, ich will das mal testen. Das braucht aber ganz schön lang, bis die Säure da wirkt. Jetzt, alles klar. Okay. Teste das mal mit dem anderen Griff von dem Speer. I know my way around. Wahrscheinlich ist die Reichweite da besser. Ist das der Speer? Ja. Warte mal, so hat sie 29 plus und so nochmal 5 mehr auf den Säureangriff. Ja, ist halt Fortschritt. Also Fortschritt A. Das ist schlecht. Hier ist überall Heat. Minus, minus, minus. Ja, ist halt auch eine Stichwaffe, ne? Macht schon Sinn irgendwo. Einzelstich. Ausstrahlen. Okay, komm, dann lasse ich die mal so montiert. Ah. Oh, Sichelmonster habe ich 4. Dann mache ich das mal hier drauf. Geil, plus 6 und jetzt brauche ich einen Halbmondstein als nächstes. Boah, ich weiß halt nicht. Es gibt eigentlich so geile Waffen noch. Der ist halt auch super stark, die Rohrzange, ne? Große, stumpfe Waffe. Und irgendwie gibt es nur Großschwerter oder kleine Waffen. Also normale. Ah, doch, hier ist ein normales Schwert. Ja, okay, vergiss es. Bromberg-Krummschwert. So, hast du noch was Neues, Venini? I always welcome friends. Ja, ich habe leider noch nicht einen anderen Schleifstein. Ja, komm. Welcome to Hotel Prat. Victor Mondstein. Hast du nicht... Was anderes noch? Warte mal, wo könnte ich mir denn die... Ach nee, warte, bei dem Händler. Ja, ja. Bei den schwarzen Kaninchen konnte ich mir noch die Klingen kaufen. Hier kann man noch die Münzen ernten. Was? Achso. Das ist auch ein bisschen mager, was da als Ausbeute rauskommt, aber egal. Ja, ich wollte mir einfach noch ein paar Wurfwaffen kaufen beim Kaninchenfuzzi. Und natürlich noch ein Level abholen bei uns. So, und dann machen wir weiter auf der Rosa-Isabel-Straße. War doch im Rathaus, oder? Nee, Moment. Ach Gott, ich weiß nicht, ob der Typ stand. Er kann da aber auch ruhig hier ins Hotel kommen, dieser Kerle. Ich finde die Sägeräder mittlerweile echt gut.
War der hier? Ich vergesse was so schnell. Was ist los? Nee, hier war ja eigentlich nur der Baum, oder? Ja, nee, kommt aber nur der Baum. Aber wo stand der Händler nochmal? Der war doch auch kurz vorher. So, da ist doch der Händler. Hab mich wieder daran erinnert, dass er hier oben steht. Mann! Oh, you defeated the Black Rabbits? Jo. I sure wasn't expecting that. No more bosses means no more worries. Of course I'll open the shop for the guy who freed the Malam District. Take all the time you need. Sehr gut. Weiß halt nicht, ob das lohnt, so ein Säureschleifstein, weil der... Ja. Ich glaube, ich kaufe mir ein paar von den Kugeln eventuell. Mit die Sägeblätter ganz nett. So, damit haben wir auch schon kein Geld mehr. Echt teuer hier, das Zeug. So, und dann gehen wir zurück. Rosa-Isabel-Straße. Abzugskanal der Rosa-Isabel-Straße. Nicht vergessen, ich brauche den Wein und ich muss die Frau im schwarzen Kleid finden. Das sind so unsere Missionen jetzt. Nicht, dass ich das wieder vergesse und dann haben wir genau denselben Salat wie mit der Nonne, dass sie dann so Blob mutiert. Und Säureknödel. Oh, geil. Schon wieder Kanäle irgendwie. Das habe ich doch vom Benini-Werk so ein bisschen schlecht in Erinnerung. Säcke. Okay. Auf jeden Fall keine Todesgrube. Oh, du Schwein. Wirkt er mich genau zwischendrin ab. Warum könnt ihr eigentlich so gut treffen? Seid ihr ausgebildet, Sachen zu schmeißen? Oder gebaut worden, Sachen zu schmeißen? Ey, 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 ey. Mama. Teil. Was soll das denn? So, ich springe jetzt erstmal da runter. Hoffentlich wird das jetzt nicht mein Tod. Aber ich schätze mal, ich weiß, wo ich rauskomme. Ich war Fallschaden, habe ich bekommen. Mm-hmm.
So langsam verliebe ich mich in die Zweihandwaffe. Da ist gar nichts mehr. Anfangs fand ich es ja noch ein bisschen doof, dass ich so langsam bin mit der, aber mittlerweile finde ich die schon ganz geil. Au! Hallo? Hier los. Oh shit. Ah, ich hab's gewusst. Also ich wusste nicht, dass ich genau hier rauskomme, aber... Ja, immer eine Abkürzung, ne? Weiter. Reicht. Hasse euch. Ein Quarz. Fein. Mach ich aber später. Jetzt muss ich mich wieder die ganzen Kriecher da unten töten und diese eine Schnelle mit den Krallen, die fand ich auch nicht sehr geil. Aber schön zu hören, dass es hier noch Hunde gibt. Vielleicht sind die Puppen ja tierlieb und töten die Tiere nicht. Auf jeden Fall wäre es eine schöne Vorstellung. So. Dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Das sind auch schon ziemlich weite Wege, ne? Oh nein. Sie war Heini wieder. Show Festival. Get the most loyal servant. Ja, ja. Die ich dann irgendwann umbringen. Ich lieb's einfach, ein Treffer. Sehr schön. Ich hoffe, das zählt jetzt. Ja, komm. Muss erzählen eigentlich, wenn ich die Tür ja schon öffne, dann ist die Animation wohl relativ egal. So, erstmal Quarz einsetzen. Reicht das schon? Nee. Nee, nee. Ich habe erst eins gehabt, glaube ich. Also, das ist jetzt das erste wieder für die neue Füllung sozusagen.
So. Ich glaube, ich werde erstmal hier nämlich noch eine... Hallo? Aufsteiger aus... Ah, das wäre halt super geil eigentlich noch. Eigentlich bräuchte ich auch noch den Fabelslot. Das sind wirklich gute Sachen dabei. Dafür finde ich die alle total nütz... unnütz. Die Früchtezeit verringern ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist das einzig Gute hier in der Phase 3. Nee, komm, ich nehme mal Fabelslot. Schaden bei Ausweichen verringern. Machen wir das mal. So. Ich hoffe jetzt, der Fortschritt, den ich hier erziele, zählt dann auch für die nächste Reihe. Also, dass wir dann die Fabelslots 4 aktivieren können. Also, dass die... versteht, was ich meine. Die insgesamte Anzahl, dass die einfach erhöht wird. Ich hoffe übrigens, ich habe noch keinen Quarz verpasst. Das wäre echt scheiße. Ich vergesse jedes Mal, dass ich das auch anders... Ich mit der Uhr ganz schnell hingehen kann, zurück. Na egal. So. So, der Zirkus. Ich hab keinen Bock, da kommt bestimmt so ein richtig scheiß Boss. Wahrscheinlich so ein Zirkusdirektor oder Dompteur mit drei Löwen oder so ein Spaß und Clowns und Messerwerfer und so ein Scheiß, ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir verstehen uns da. Arm. Ja. Nett. Nett, ihr Arschgeigen. Jetzt wäre die nächste. Alleine schon diese Bombenclowns. Ich stelle mir gerade vor, da kommt ein Boss und ständig kommt diese Bombenclowns angerannt, diese Harlequins. Au, das wäre ein Albtraum. Und ich komme hier natürlich auch nicht ran, du Arsch, ne? Wow, was? Warte mal, ist das nicht hier unten der Weg? Ah ne, ist es doch nicht. Ich dachte, das wäre der Weg zur Brücke. Wo man den Eselmann besiegt hat. Ich werde nicht gesund, es ist unglaublich. Jetzt sterbe ich ja bald. Oh. Seid so scheiße, ne? Ja, ja. Finde ich das einzig Schlechte an der Waffe. Sonst ist die einfach überlegen. Es ist halt einfach nur so eine Zwischendecke. Nur, dass die Arschgeigen mir auf den Kopf springen. Oh, Arsch-Schwergewichtsrahmen. Arsch-Schwergewichtsrahmen. Hä? Achso. Physische Schadensreduzierung. Alter, der wiegt aber 16,2. Ah, easy.
Oder ich immer geskillt habe fleißig hier, Belastung. Wow. Haben die auch noch Flammenwerfer oder was? Boah, ihr seid so scheiße, ne? Ihr scheiß Puppen. Verreck einfach. We found it. The black dress. But it's just a puppet? What on earth is going on? Ein Ehering. Hat der Puppe geheiratet? Geht sowas überhaupt? Ein fein gearbeiteter Ring aus Edelmetallen. Der sieht aus wie das Symbol für eine gesegnete Ehe. Der Ring sollte der Braut bei den Segnungen an den Finger gesteckt werden. Leider erkaltete der Körper der Braut, bevor sie den Ring in Empfang nehmen konnte. Ja, oder sie war halt schon vorher kalt. Wie wär's damit? Komisch, komisch. Ah. Dunkelmondstein des Bundes. Achso, das sind die für die Spezialwaffen. Ist die Lady am Fenster, aber die will ich jetzt nicht sehen. Also, die muss ich jetzt nicht sehen. Für sie brauche ich den Wein. Dann gehe ich erstmal zum Kerl zurück und bringe ihm den Ring seiner komischen Puppenfrau. Wenn er das will. Ich muss wirklich sagen, so akustisch, also Musik, Sounds, alles, Atmo, ist das Spiel echt überragend gut. Vor allem sind die ganzen Musikstücke ja, glaube ich, eigens lizenziert für das Spiel. So zumindest kommt es mir vor, weil ich habe bisher noch keine Probleme gehabt auf YouTube. Hab's aber auch nicht gegoogelt, also. Oh, my Melody. This is her wedding ring. Our marriage should have been filled with joy. I failed you, Melody. I'm sorry. I should have mentioned she's a puppet. But she was real to me. I saw a shining soul inside her. Others laughed at me, but I knew the truth. I knew that she was in love with me too. Maybe I'm crazy though. Who ever heard of a human and a puppet in love? Oh, schreiben wir jetzt so ein Thema an. Ich habe ihre hinterlassene Nachricht gesehen, in der sie sagte, dass sie dich liebt. Ja, komm, wir lügen. Melody. My Melody. Your words were everything to me. She was my guardian angel. The reason I survived the Krat disaster. Even puppets have hearts, do they not? Perhaps all we need is something that helps us perceive what they're feeling. Sorry. I ramble when I get upset. Here's your reward. I think you deserve this ring more than I do. I'm more than happy with Melody's belongings. I wish I could offer something more, but this is all I have. Please. Remember the love Melody and I shared. Who knows? Maybe you'll find true love one day too. Okay. Das Ergo flüstert. Kann ich den Ring jetzt vielleicht anziehen? Nee, ich kann gar nichts damit machen. Okay. Vielleicht kann ich ihn ja verkaufen oder so. Das schon wieder.
Ich frage mich halt auch echt immer noch, wofür der Apfel jetzt gut sein soll. Den kann ich ja nicht benutzen. Was ist er denn eigentlich? Das ist ein Schlüsselgegenstand, oder? Auch nicht. Auch ein Schmuckstück war's. Ja, ich kann damit nichts anfangen. Also ich kann ihn nicht benutzen, gar nichts. Bin ich mal schon sehr gespannt, was da noch bei rauskommt. Vielleicht kann ich den an irgendeiner Stelle einsetzen. Ich meine, wir sind ja nicht bei Schneewittchen, ne? Irgendwas muss da noch kommen. So, weiter geht's. Auch wenn ich mich total unwohl fühle. Oh ja. Macht er wieder, ne? Ist das da oben drin? Egal. Okay. Was? Verrückte Clownpuppe. Alter. Alter. Toll, dass da noch der Typ mit seinem Flammenwerfer mitkommt. Ach du Scheiße. Aha. Alter. Ja, cool. Du scheiß Vieh. Ja. Hast du dich wieder als Folge ab, du Scheißteil, ey. Oh. Dass da doch die ganzen Ads dazukommen müssen, finde ich halt ein bisschen übertrieben, aber gut. Ah. Scheiß Viecher. 5800 Ergo. Ich glaub's ja. Oh, die droppen echt Sichelmondsteine. Krass. Aber die sich ja bestimmt schön zusammenfahren dann. Ja, ja. Ah, Mann. Ja, ich lasse dich jetzt einfach stehen. Schieß doch mal. Müsste was geben, dass man durch Backsteps oder so Lebensenergie zurückkriegt? Das wäre super gut. Come on!
Warum kommt der dicke Cloud jetzt eigentlich runter? Ach, der läuft schon. Okay, dann warte ich. Hab keinen Bock nochmal gegen den zu kämpfen, wenn die Ads dabei sind. Verrückte Clownpuppe. Oh nein, der Schütze kommt mit. Muss das sein? Sieht aber echt fucking creepy aus, ne? Oh wow. Freut er sich, ne? Der macht doch mal einen Schaden hier. Ja, ein Quarz. Das heißt, ich habe ein Fabel-Dings voll jetzt. Ein Fabel-Slot. Geil. Schwein. Und so eine schöne Musik hier. Dachte, er war schon tot. Wahrscheinlich war das so der Vorgeschmack. Jetzt kommt nochmal ein Hauptboss oder so. Große Ausstellung. Wow, das sieht so genial aus. Alles. Das sieht so toll immer aus. So, was haben wir hier? Zu Ehren der glücklichsten Tage unserer Familie wegen ihrer Anwesenheit. Ich vermisse dich immer noch, Camille. GG. GG, Junge. Ich vermisse dich immer noch, GG. War voll nice, gegen dich in Counter-Strike zu spielen, GG. Das Geflüster immer. So. Opernhaus. Ach, das ist so schön. Es ist so schön, dieses Spiel. Ich bin immer begeisterter, je weiter ich komme. Ist halt kein Bloodborne, muss man mal ganz klar sagen. Bloodborne war mehr so dreckig, Cosmic Horror. Das hier ist mehr so... Ja, einfach nur düster. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es hat mich auf jeden Fall schon für sich gewonnen, das Spiel. I'll use my power to help you. Definitiv hat es mich gewonnen. Jetzt ist die Frage, was machen wir uns denn?
Machen wir uns das Flamberge. Was kann das denn? Feuerwelle erhöht die Reichweite der Feuerangriffe. Bestärkt bei fortlaufendem Feuerangriff nach einer bestimmten Zeit das Feuer. Und bei einem fortlaufenden Feuerangriff ist der Einsatz einer Feuerexplosion möglich. Wie gesagt, das hilft halt leider nur gegen menschliche Gegner. Und davon gibt es anscheinend ja nicht so viele. Bam. Falkenaugen. Erhöht die Reichweite der Explosion. Nach einem Schießen kann ein schneller, einmaliger Schuss abgefeuert werden und kann beim Ausweichen eingesetzt werden. Ist schon ganz geil, aber ich glaube, das macht alles nicht so viel Schaden, weil das hier macht auch kaum Schaden, des Aegis. Ja. Das hat schon irgendwie ganz nett alles, aber... Feuerangriff, Säureangriff. Ich glaube, ich nehme das Pandemonium. Das Richtungswechsel. Drücke die Fabeltaste, um die Richtung zu ändern, in die Säure gespritzt wird. Oh, okay. Säureladung. Lade auf, um die Reichweite des Angriffs zu erhöhen. Ja, und explosive Polymerisation. Löst eine Säureexplosion aus, sobald die Säurelache verschwindet. Wie, du kannst nichts mehr kaufen. So. Nee. Anemonium. Obwohl ich eigentlich die Seilkanone super gut finde. Also die Puppenschnur. Das sieht ja geil aus. Erstmal Pandemonium. Ah. Wow, das ist gut. Vor allem tickt das die ganze Zeit schön. Stackt das auch? Puppe auch zu stören. Nee. Wäre lustig. Aber voll geil eigentlich, dass das so geht, ne? Was willst du nicht benutzen hier drin, oder was? I know my way around. Ja, hätte ich jetzt die Sachen, ne? Leider habe ich nichts. Oh doch, hier, Sichelmonstein kann ich verbessern. Also das in Kombination, ne? Wäre schon ganz nett. Wäre schon extrem nett. So, jetzt hole ich mir noch den vierten Fabelslot. Da kriege ich ja nochmal mehr Schaden wahrscheinlich. Wenn der voll aufgeladen ist. Alles richtig praktisch hier. Alles richtig praktisch. Wie man mit der Zeit halt einfach mal eine verdammte Kampfmaschine wird. Noch. Legionsmagazin-Effekt aufwerten. Den Ladeeffekt des Legions. Ja, gut, da kriege ich halt mehr wahrscheinlich zurück. Wurfobjekte, Besitzlimit. Erhöht die Effektdauer von Verbrauchsgütern mit verlängerten Effekten. Verringert Ergo-Verlust von Treffern, wenn es noch wiederherstellbares Todes-Ergo gibt. Wertet den Effekt von Fabel-Katalysatoren auf. Und drittes habe ich ja auch schon. Habe ich noch gar nicht gesehen. Erhöht Ergo nach Besiegen des Feindes. Nummer 2. Ja. Ja. Auch die Preise reduzieren wäre vielleicht nicht schlecht. Was? Waffenhaltbarkeitsverlust bei erhöhtem Gewicht verringern. Okay.
Schnellerer Wunschsteineinsatz, das wäre doch praktisch. Fabelladen bei Wiederbelebung. Aha. Stellt Haltbarkeit von inaktiven Waffen auf natürliche Weise wieder her. Auch sehr geil. Pulszellen erhöhen. Oha. Okay, scheiße. Die maximale Anzahl der Pulszellennutzung wird verbessert. Verringert den erlittenen Schaden, wenn Pulszellen entladen sind. Das wäre ganz geil. Lockregeneration und... ja. Was haben wir hier noch? Kondensieren, Legionswaffenangriff aufwerten. Fabelkünste, Effektzeit erhöhen. Zerstörung für perfekten Block aufwerten. Oh ja, das wäre geil. Das müsste ich auch mal nehmen. Aber erstmal nehmen wir hier... Ergo nach Besiegen des Feindes. Ja. Yay, und ich habe vier... Ja, jetzt habe ich vier Fabelslots. Richtig gut. So, Leute, damit sind wir leider auch schon wieder am Ende angekommen. Dieser fiese Clown, hey. Aber das war jetzt auch mehr so ein Miniboss wie die weiße Dame letztes Mal. Trotzdem nett. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen wieder. Mit euch gemeinsam es zu erleben. Und ich verabschiede mich. Nicht vergessen, liken und kommentieren. Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis Lies of P wieder.